Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Haben Sie schon gehört vom Ende der Schwachsinnspflicht? Man soll jetzt nicht mehr dumm sein, man soll jetzt wieder nachdenken. Man darf jetzt wieder Sauerstoff ins Hirn pumpen und nachdenken. Das hat die Bundesregierung erlaubt, denn wir haben sie es nicht. Naja, das ist abhängig von den Implikationen, die wir täglich messen und deren 7-Tage-Durchschnitt wir genauestens beobachten. Ob irgendeiner aufmupft und nicht gehorsam ist oder ja, so. Ob es regnet oder nicht, ob es hagelt oder schneit, was das Klima macht, es wird alles wissenschaftlich erfasst und mit in die Auswertung einbezogen. So, dann schaut man ins Gesetz, was wir entsprechend modifizieren, um all diese Parameter dort einzubringen. Und dann braucht man auch keine Menschenwürde mehr, weil dann ist ja alles wissenschaftlich begründbar, warum man etwas macht. Und glauben Sie nicht? Ich weiß es nicht. Also ein Ende der Schwachsinnspflicht würde ich auf jeden Fall begrüßen. Ja? Bleiben Sie gesund. Geistig vor allen Dingen. Weil wir konnten es nicht voraussehen. Wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen. Zukunft Europa. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde.